aber ich muss sagen, es läuft sehr gut. Seit 92 Sterne bis jetzt, alle Sterne, das ist top. Jetzt gehen wir aber zuerst, weil wir haben jetzt gerade den Katzen-Mario. Bevor wir es vergessen, gehen wir erstmal in das Rätselhaus, was ja eigentlich gar kein Rätselhaus ist. Da gibt es sehr viele Sterne. Raserei im Rätselhaus. Könnte doch ein Rätsel-Dings sein. So, sagt die noch was? Nicht wirklich. Alles klar, das war der erste. Hier gibt es richtig viele Sterne. Und ich merke gerade, ich habe das gar nicht gespielt in meinem... in meinem Spielstand habe ich das übersehen. Aha. Unglaublich, ich kenne das jetzt wirklich nicht. Das ist also für mich auch neu. Egal, 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 einfach durch. Nein, ich kenne das gar nicht. Oh je. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Alles klar, das war jetzt nicht so schwer. Nein! Nein! Bring mich zurück, bring mich zurück! Und verdrückt! Scheiße. Verdrückt! Ich hab mich verdrückt! Und jetzt muss ich alle Rätsel nochmal machen. Falschen Knopf, ich bin hinten an diesen doofen Trigger gekommen. Ah, nee. Ich hatte ein anderes Rätselhaus im Kopf. Excellent. Aber dafür sind wir hier diesmal sehr gut durchgekommen. Oh, dass ich da nicht runterfliege, ist auch alles. So, das ist einfach eigentlich. Das ist nicht so schwer. Oh, direkt ins nächste, super. Und der ist eigentlich auch nicht schwer, aber ich habe mich, wie gesagt, gerade einmal leider verdrückt. Super. Oh je. Nein! 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 Ey, hätte ich mich einfach treffen lassen. Ja. Und nochmal alles von vorne. Oh, schade. Und jetzt habe ich meinen Katzenanzug gar nicht mehr. Gerade hatte ich ihn noch. Aber da bin ich auch nicht gestorben. Sondern... anderweitig habe ich das Rätsel nicht geschafft. Ja, schade, dass ihr euch das jetzt alles angucken müsst. Ja, was ist denn los? Lauf, lauf, Slalom. So. Ah, jetzt ist es richtig, richtig heavy. Ja. Das ist so schwer. Man ist immer ganz nah am Rand. Okay. Ja, egal, 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 egal. Dafür wird das jetzt natürlich extrem schwer mit den Kanonen. Weil als kleiner Mario...
Oh, geschafft. Aber jetzt bitte. Jawoll, das war gut. Sauber. Alle 10 Sterne bekommen. Wow, und ich muss das Ganze nochmal machen. Und zwar in meinem eigenen Spielstand, den ich so privat habe. Verdammt. Der nicht extra fürs Let's Play ist. Ja, da habe ich doch dieses Rätselhaus übersehen. Hm. Naja, was soll's. Let's Play Premiere. Dafür habe ich das doch ganz ordentlich hinbekommen. Aber hier ist noch ein ganz fieser Level. Wir gucken aber mal kurz hier unten rein. So ein Pilzhaus wäre jetzt natürlich super. Ich glaube, ja, wenn wir gegen den gekämpft haben. Das sind aber, glaube ich, 5 Stück, wenn ich mich nicht wenn ich mich richtig erinnere. 100 Sekunden ist jetzt nicht so schlimm, aber... Nee, es sind nur 3. Nur ist gut. Ja, wenn man dann... Ja, ach, dumm angestellt. Ach, nee, richtig dumm angestellt. Junge, du musst das... Du musst den treffen. Dong. Toll, jetzt waren wir gerade groß, jetzt sind wir natürlich wieder klein. Aber, egal. Das haben wir geschafft. Einmal doof angestellt, schade. Hätte besser sein können. Aber egal. Immerhin ein Stern. Und ein Pilzhaus. Nein, nur so ein doofes Stempelhaus. Schade. Ich dachte, da wäre ein Pilzhaus. Nix war's. Den nehmen wir natürlich gerne mit, aber... Oh, die wütende Pixie. Wieder ein Stempel mehr. Aber gut, das, was ich wollte, ist es leider nicht geworden. Als kleiner Mario, als kleine Peach, kleine Toad oder kleiner Luigi ist es alles andere als angenehm, durch die Level zu hüpfen, weil ein Fehler und das war's. Beim großen Mario hat man ja immer noch so, ah ja, geht schon, kann man noch. Also hier steht auf jeden Fall fest, werde ich Peach nehmen. Der ist eh so gemein, der Level. Haut ab. So. Alles klar, alles klar. So, zack und tschüss. Leider. Ne, da ist nichts, okay. Mal gucken, was hier war. Ich weiß nicht mehr so viel von dem Level. Man kann sich die natürlich hier schön wegmachen, dann nerven die nicht. Ja, nimm deine Rolle. Dann hat man seine Ruhe. Achso, da war noch einer. So, denn genau. Den nehmen wir natürlich mit. Warum nicht? Oh, hier. Habe ich den nicht gerade benutzt? Und hier wird es dann sehr fies. Mit Peach, wie gesagt, geht's noch. Und das war jetzt noch die einfachste Stelle. Wow, das war knapp.
das ist wichtig, dass wir das bekommen. Weil wir brauchen jetzt hier die Katze. Ich weiß nicht, ob wir sie wirklich hundertprozentig brauchen oder ob das auch anders geht. Aber ich glaube, ohne wird es schwierig, hier hochzukommen. Denn hier gibt es natürlich den Stern. Wunderbar. Dann können wir ja weitermachen. Und das ist, ja. Nennen wir es mal knifflig. Juhu. Wir brauchen die Katze jetzt zwar nicht mehr unbedingt. Mit ist es aber natürlich besser. Wall. Ja, jetzt, voll doof. Was soll's. Wir haben auf jeden Fall alle Sterne. Problem ist der Stempel. Ich habe überhaupt gar keinen blassen Schimmer mehr, wo der ist. Ich weiß es absolut nicht mehr. Die nächste Welt wäre schon das Schloss. Das heißt, wir wären schon durch mit dieser Welt. Ziemlich schnell. Schneller, als ich es in Erinnerung habe. Wir gehen jetzt natürlich nochmal kurz darüber. Holen uns die Leben. Und dann versuchen wir unser Glück nochmal. Vielleicht kriegen wir ja was. Sieht nicht so aus. Oh doch. Die Boomerang-Pflanze. Yeah. Wo war nochmal der Stempel? Also uns fehlt ja nur noch das Schloss und der Stempel. Und dann wären wir fertig. Wäre dann auch eine etwas kürzere Session insgesamt, weil ich danach nämlich nicht weitermache, sondern... Ja, es lohnt sich halt nicht, weil ich gleich wieder weg muss. Ist ein bisschen doof mit den Aufnehmen zurzeit, aber... Ich habe schon noch Zeit, aber es würde sich halt nicht lohnen, noch weiter zu spielen, weil... Ja, da könnte ich vielleicht noch eine Welt oder zwei Welten zeigen, aber ich möchte das, wenn... ganz gerne am Stück spielen. Ah, wo war denn der Stempel nochmal? Ja, ich muss jetzt selber ein bisschen suchen, leider. Ja, du Dover. So, jetzt aber. Ja, hätte ich mal warten können noch. Hier ist die Hälfte, okay. Hier war der Stempel noch nicht, glaube ich. Das ist echt jetzt fies. Ich weiß nicht, wo der Stempel ist. Hier war der auch nicht. Nee. Oh nee, ja, jetzt möchte ich dann doch die Münzen haben, weil als kleine Peach ist immer doof. Ah nee, hat er mich neu erwischt. Wie schlimm. Nee, eigentlich überhaupt nicht schlimm. Wir starten nämlich wieder als große Peach und genau da. Ah, wieder ein zu früh gesprungen, Mann. Da kann man sich doch einmal ausweichen sparen. Wenn wir natürlich groß bleiben, dann... brauche ich nicht unbedingt die Münzen. Ja, das hat sich ja total gelohnt, du Assi.
Mann, wo war das denn? Hier irgendwo? Ne. Und hier ist man gleich durch. Ich bin gleich hier fertig mit diesem Level. Ja, es tut mir leid. Ich weiß nicht, wo der Stempel ist. Das ärgert mich jetzt so dermaßen, dass ich nicht weiß, wo der hässliche Stempel ist. Ich weiß, dass so ein Vieh, was die ganze Zeit diese Röhren wirft, auf dem Stempel drauf ist, aber... Ja komm, wir versuchen es noch einmal. Wenn ich das jetzt nicht finde, machen wir das Schloss. Da bin ich jetzt überfragt. Oh, ich dachte gerade, da wäre da unten, aber... Ah, ich weiß, wo der Stempel ist. Ja, klar. Okay, wir bekommen ihn. Wir bekommen ihn. Geronimo! Geronimo! Er ist hier. Jawohl. War gar nicht so schwer, oder? Zieht mal alleine jetzt hier. Boah, ihr nervt. Ja, ist das denn wahr? Läuft er uns einfach hinterher, der kleine Sack. Zum Glück werden wir hier direkt wieder groß. Das war ja mal eine richtige Frechheit. Jo, jo, jo. Jetzt sollte das auch alles funktionieren. Egal, egal. Uns interessiert das. Weiter, weiter. Man kann es klingeln, wie es will. Warte, mich juckt's, so. Komm, werf nochmal. Und hepp. Werf. Hepp. Genau, lauf einfach rein. Ist ja voll schlau. Egal. Wir haben den Stempel. Das ist das Wichtigste. Ah, zum Glück. Ah, zum Glück habe ich den Weg da oben gerade gesehen. Sonst wäre ich wieder umsonst durchgerannt. Und da ist er doch. Der Froschähnliche. So, hätten wir das also auch. Dann dürfen wir uns jetzt in das Schloss begeben. Zerstöre das Tor. Herrlich, herrlich. Ja. Der Level ist eigentlich ganz cool gemacht, wenn ich mich recht erinnere. Die sind natürlich alle ganz cool gemacht, aber gut, als kleine Peach ist es wieder was anderes. Wir brauchen auf jeden Fall die Katze. Ohne Katze geht da nicht viel. Hier, fangen. Mist. So. Einmal auf das. Nein. Okay, dann hier drauf. Und du gehst hier drauf. Dann fällt die Brücke und wir wollen ja nicht angegriffen werden. Schmeißen wir ihn weg. Stern Nummer 1. Ist jetzt nicht so schwer gewesen. So, das hier ist jetzt was anderes.
Die brauchen wir nämlich. Ist zumindest vorteilhaft, wenn wir die haben. Oh, jawohl. Und ab geht's. Unter der Lava durch. Da sehen wir nur Peach ihren Schatten. So. Dann einmal hier hoch. Das ist auch richtig fies versteckt, finde ich, der Stempel. Dann versuchen wir noch unser Glück hier. Ist eigentlich auch nicht so schwer. Haben wir den Stern auch. Wunderbar. So, und hier Fang. Legt euch nicht mit Peach an. So, hier werfen wir einfach das Ding gegen den Stern. Dann bekommen wir den noch. Noch eine Katze. So, den Stern hier, den benutzen wir einfach. Oh, nein. Okidoki. Schade. Ich wollte hier sicher rüber. Man kommt natürlich auch so sicher rüber. War hier noch irgendwo was versteckt? Nein. Ah, doch. Egal. So, jetzt haben wir alles Stempel und alle Sterne. Hallo? Hallo? Wo seid ihr? Und der sieht ja mal richtig fett aus, oder? Also ich finde, der sieht richtig nett aus. So, die halten wir jetzt mal kurz alle auf und bumm. Das bringt natürlich nichts. Nein! Nö! Och nö! Unsere Katze. Jetzt wird's schwieriger. Komm, spring. Spring hoch. Spring hoch. Und Vorsicht. Das war natürlich gar nicht gut. Aber kein Problem. Wir haben ja noch eine Katze. Oh. Oh. Und das war's. Ziemlich oft getroffen worden. Also schlecht war ich eigentlich noch nie, aber wir haben es ja geschafft. Halb so wild, wir haben es gepackt. Und gleich alle Sachen. Da habe ich mich noch gut dran erinnert, an die ganzen Klamotten. Super Arbeit, Peach, das muss man mal sagen. Und die Pixie ist befreit. Ja. Das ist doch schön. Wunderbar. Sie zeigt uns natürlich jetzt wieder die nächste Glasröhre. Herrlich, 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 herrlich. So, damit wäre der Canyon-Level geschafft. Welt 4 ist erledigt und ich muss sagen, es ist eine ziemlich schwierige Welt. Gerade wenn du es zum ersten Mal spielst, die Level hier haben es schon richtig in sich. Ist insgesamt eine angenehme Steigerung vom Schwierigkeitsgrad. Und willkommen in Welt 5. Diesmal ist die lila Pixie dran. Und ich sage euch, Welt 5 ist nicht viel einfacher als Welt 4. Wir sehen natürlich hier schon Toad, den Eroberer und ein Strandlevel. Es ist natürlich eine Wasserwelt. Sieht ein bisschen wie Eis aus, aber wenn man genau hinsieht, sieht man, dass es Wellen sind. Also es ist eine Wasserwelt, auf die wir uns dann in der nächsten Session drauf freuen dürfen. Ja.
Der erste Level, den ich euch zeige, der hat's auch richtig in sich. Also er ist nicht so schwer, aber er ist grafisch einfach nur eine Augenweide. Das macht richtig viel Spaß. Und gut. Dann verabschiede ich mich für diese Session, für diesen Part natürlich auch. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, euch gefällt das Spiel genauso, wie es mir gefällt, denn ich bin absolut begeistert von diesem Titel. Vielleicht mache ich auch... Nee, da sage ich jetzt noch nichts. Aber, ja. Dann verabschiede ich mich. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Rinjahauen.